Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zurück zur 100 Baby Challenge. Im vergangenen Part sind ja endlich unsere zweite Generation, also die Zwillinge Heimo und die Alina, zu Teenagern geworden. Wir konnten endlich gucken, wie sie aussehen, was sie für Gene mitbekommen haben. Und wir haben sie für gut befunden. Das bedeutet, wir werden mit der Alena auf jeden Fall die zweite Generation weiterspielen. Das bedeutet jetzt natürlich auch, dass die Lea endlich in den wohlverdienten Ruhestand gehen kann. Sie darf endlich zur Oma werden. Sie darf endlich das Ambrosia für ihren Florent backen, ihn zum Leben erwecken und ihn dann hoffentlich auch heiraten. So der Plan. Mal gucken, ob wir es hinbekommen. Und nebenbei wollen wir uns dann natürlich auch schon auf die Alena und auf den Heimo konzentrieren. Sie verbindet ja so ein bisschen, dass sie einen Vampirvater haben. Der Heimo ist auch ein Vampir, aber die Alena nicht. Und ich finde es ja so eine richtig schöne Geschichte, wenn der Heimo die Alena auch zum Vampir werden lässt, damit die beiden sowas gemeinsam haben. Und vielleicht werden wir den Heimo auch noch ein bisschen länger mitnehmen. Es bietet sich ja an mit dem neuen Pack jetzt, dass wir dann in die neue Stadt, die kommende, ziehen werden. So ihr Lieben, dann starten wir doch jetzt direkt rein. Da sind wir. Es ist Donnerstag, 17 Uhr. Wir gucken mal, dass wir den Zygmunt die Hausaufgaben machen lassen, damit er dann auch bald ausziehen darf. Denn zu dem habe ich so gar keine Verbindung. Ich weiß auch nicht, der Zygmunt. Irgendwie, ich weiß es nicht. Der liegt mir irgendwie gar nicht am Herzen, der Zygmunt. Der ist aber schon zweier Oberschüler. Leute, der wird am nächsten Tag, wird er zum Einser. Wir gucken mal ganz kurz, ob morgen Unterricht ist. Ja. Okay, der Zygmunt wird gehen, alles klar. Das heißt, wir können uns auf die beiden Hübschen hier konzentrieren, Freunde. So, die Alene. Wir müssen ja jetzt uns nicht beeilen, dass die schnell zum Einser-Oberschüler wird. Sie sieht auch recht fit aus. Guten Appetit. Oh, das sieht lecker aus. Ich schicke sie mal unter die Dusche, damit sie ein bisschen frisch ist. Dann lasse ich sie trotzdem mal die Hausaufgaben machen. Wir haben der Alene ja trotzdem schon das Bestreben Vampirfamilie gegeben. Und dafür muss sie erstmal zum Vampir werden. Und da gucken wir uns doch direkt mal den Heimo an. Lieber Heimo, hast du schon ein Dürstchen? Das hört sich ja komisch an, Dürstchen. So, lass uns doch mal hier reingucken, ob wir da schon was Cooles machen können. Bin der Meinung, es gab hier Sonnenresistenz, oder? Da. Dann nehmen wir doch gleich mal hier diesen Punkt, damit wir schnell da oben hinkommen. Und dann kannst du doch direkt mal Vampirgeheimnisse suchen, mal nach ein paar Informationen. Oh, da hat er sogar schon Punkte erreicht. Was hast du denn jetzt erreicht? Ah, am Computer nach Informationen über Vampire suchen. Vampir werden. Enzyklopädie Vampirica Band 1 lesen. Das werden wir ihm doch jetzt mal direkt erfüllen. Guck mal, das haben wir schon hier. Dann erntet er sich mal ein paar Früchtchen, dass er hier nicht irgendjemanden attackiert. Oh, die Alene ist ein bisschen... Was ist los? Shampoo in den Augen. Oh, Freunde. Das ist wirklich ärgerlich, ne? Die Lea, ne? Einfach ein Jungbrunnen. Guckt sie euch an. Die Lea wollten wir noch ein bisschen in Form bringen für ihr Hochzeitskleid, ne? Die kann hier mal mit geschwellter Brust einmal laufen. Oh, Alene ist traurig. Oh nein. Nur weil sie Shampoo in die Augen gekriegt hat. Och nö. Die Alene setzt sich dann mal mit ihrem Bruder hier vor dem Fernseher. Die lassen mal zusammen den Abend ausklingen. So, was ist bei dir los? Seltsamer Durst. Okay, er hat schon Durst. Er hat jetzt hier hoffentlich ein paar Früchtchen geerntet. Ja, dann ess die doch mal. So, lass es dir schmecken. Du kannst ja die Kuhpflanze mal melden und füttern. Und hier nochmal ein Plasmafrüchtchen. Du sollst jetzt hier keinen Kaffee trinken um 21 Uhr, meine Liebe. Nimm dir mal ein paar Restchen. Da hat sie doch angefangen zu essen, verstehe ich nicht. Dann guckt ihr mal ein Filmchen an. Danach geht sie auch ins Bett, den Zygmunt. Der will auch einen Kaffee trinken. Also was soll denn das? Geht ihr jetzt mal bitte alle schlafen? So, die Lea. Willst du nochmal ein Stündchen hier auf dem Laufband dich bewegen? Das wäre doch super. Ach so, ich erinnere mich. Die Alena hat das Merkmal wartungsintensiv. Deswegen hat sie jetzt so ein ewiges Problem damit, dass sie Shampoo in die Augen gekriegt hat. Das wird echt nochmal ein bisschen anstrengend bei ihr, ne? Da bin ich ja gespannt, was da noch kommt. Wenn das Shampoo schon einen ganzen Tag andauert, weiß ja nicht. Dann darfst du auch mal schlafen gehen. Ich hoffe, es ist kein Problem, dass du jetzt mit deinen erwachsenen Brüdern zusammen in einem Bett schlafen musst. Das ist ziemlich unangenehm, ich weiß. Aber der Zygmunt, der wird ja hoffentlich am nächsten Tag dann verschwinden. Okay, ich stecke sie auch mal ins Bett, dann schlafen alle, dann spule ich mal bis zum nächsten Tag vor. So ihr Lieben, es ist der nächste Morgen. Ich sehe gerade, dass wir unsere Torte haben vergammeln lassen. Tragisch. Jetzt muss die Lea einmal fix einen neuen Kuchen backen. Und dann hoffen wir, dass dabei nichts mehr abfackelt. Ne? Wir machen diesmal eine Hamburger Torte.
So, Kiddies, dann möchte ich, dass ihr fleißig in der Schule seid. Ich glaube, ihr habt die Hausaufgaben gar nicht gemacht. Oh, oh. Vielleicht können wir da noch mal. Sie fühlt sich zu unwohl. Freunde, wisst ihr, was das bedeutet? Sie ist wartungsintensiv. Bei jeder Kleinigkeit fühlt sie sich unwohl. Das wird anstrengend. Oh mein Gott. So, kann der Heimo hier wenigstens mal seine Hausaufgaben? Ja, okay, gut. Nee, also Hausaufgaben mache ich hier nicht. Oh wei. So, der Kuchen backt. Das ist sehr schön. Da warten wir noch mal kurz. Wenn die Kitties aus dem Haus sind, dann würde ich mit ihr noch mal versuchen, den Kaiserfisch zu fangen. So, alle Schüler alleine wegschicken. Dann, ihr Lieben, habt viel Spaß. Strengt euch an. Jetzt wird eine aufregende Zeit. Und lieber Zygmunt, dieser Tag wird eventuell dein allerletzter Schultag. Ne? Kannst du dich freuen? Streng dich einfach noch mal ein bisschen an. Wenn du eine Eins mit nach Hause bringst, dann bist du frei. Lea, wir sind ganz alleine zu Hause. Wie cool ist das denn? Nein. Oh no. Das ist hier echt ein Friedhof, Freunde. Oh nein. Och nö. Komm, Lea, wir hauen jetzt ab hier. Wir machen jetzt was Schönes. So, wir sind jetzt wieder in Oasis Springs und möchten versuchen, den Kaiserfisch zu fangen. Und zwar so lange, wie die Kiddies in der Schule sind. So, hier ist das Wetter leider nicht ganz so schön. So, ich spule mal vor und hoffe, dass sie hier bald den Kaiserfisch drin hat. Da ist allgemein sehr viel in diesem Inventar drin. Wir haben einen Kaiserfisch gefangen. Das ging jetzt aber fix, ne? Wo ist er denn? Da. Einfach den Kaiserfisch gefangen. Okay, ab nach Hause. Das war's schon. Ja, einfach Profi, ne? Dann können wir jetzt direkt schon das nächste Ambrosia backen, oder was? Dafür brauchen wir die Schnitterpflanze. Wir gucken gleich nochmal rein, was wir brauchten. Die Schnitterpflanze, den Kaiserfisch, diesen Jugendtrank. Das ging mir jetzt zu schnell. Ich war noch gar nicht richtig angekommen, ne? Tatsache, wir brauchen nur noch den Jugendtrank. So, 1500, da haben wir noch genug. Perfekt. Weil der Florent ist ja gestorben, weil er schon zu alt war. Und deswegen möchte ich gerne da noch mehr Jugendtränke kaufen, um ihn halt ein bisschen zu verjüngen, damit die noch ein bisschen mehr Zeit haben. Insta-schlank. Und wir gehen hier die ganze Zeit aufs Laufband. Das hätte mir ja auch mal vorher jemand sagen können. Okay, den Jugendtrank haben wir. Dann bitte einmal Ambrosia backen. Wir müssen mal gucken, wie lange das im Inventar hält, bis es verdirbt. Da ist es schon fertig. So, ich packe das mal ins Inventar rein bei ihr. Ich hoffe nur, sie isst das nicht, ne? Sieht so aus, als würde es nicht verderben. Also mal gucken, ne? Ich lese jetzt gerade, dass Ambrosia natürlich den Geist ins Leben zurückbringen kann oder das Alter eines lebenden Sims zurücksetzt. Hätten wir Lust, dass wir das Leben von Lea und den Florent zurücksetzen, damit die dann nochmal ein schönes Leben zusammen haben? Wer ruft denn jetzt an? Und warum ist mein Handy nicht lautlos? Alene hat verbotene Wörter benutzt, als ihr eine Frage gestellt wurde. Die Lehrerin war wirklich schockiert. Alene. Oh Mann, die wird nochmal ein bisschen anstrengend jetzt. Ne? So süß sie als Kind war, so anstrengend ist sie jetzt. Oh nein, da ist wirklich eine Strafe fällig. Das sind doch nur Wörter. Vielleicht war Alene ja bloß traurig. So, die Lea ist ja keine strenge Mutti, ne? War sie ja noch nie. Wir gucken jetzt mal. Die Schnitterpflanze ist da, aber sie hat halt immer noch Angst. Mist, wie kriegen wir denn diese Angst weg? Angst vor Kuhpflanze. Ein Biss von einer Kuhpflanze und alles könnte vorbei sein. Lea würde Kuhpflanzen einstweilen lieber aus dem Weg gehen. Wir haben doch letztens eine Angst besiegen können, weil wir drüber gesprochen haben. Butlerin. Ach, guck mal, ihr beiden Hübschen. Ich muss da jetzt mal rein crashen und ein bisschen stören, weil ich möchte hier über meine Angst reden. Wo ist er denn? Können wir nicht. Das ist ja schade. Oh, Prüfungsergebnisse. Alene ist durchschnittlich. Heimo ist durchschnittlich. Und wo ist der? Gute Noten. Zygmunt ist einser Oberschüler. Super, dann schmeißen wir den nochmal raus. Oh, der letzte Butler ruft. Oh. Also, der Ishan und der Jeremy, die haben wir ja letztens erfolgreich zueinander gebracht. Die sind ja weggezogen in eine gemeinsame Wohnung. Und jetzt, ihr Lieben, fragt er uns, also ich lese erstmal, ne? Ich glaube, ich habe einen Ring in der Tasche von Jeremy gefunden. Ich glaube, er will mir einen Antrag machen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was soll ich sagen? Ja, nein? Oh, auf jeden Fall. Aber das ist ja so süß, dass er uns quasi, also ich sehe das so, dass er uns um Erlaubnis bittet, ne?
Ist das süß. Auf jeden Fall möchte ich, dass ihr heiratet. Oh, da kriege ich ja gerade Gänsehaut, Freunde. Ist das cool. Die beiden werden heiraten. Herrlich, so habe ich mir das vorgestellt. So wollte ich das. So, Zygmunt, du bist Einser-Oberschüler, dann Kerzen auspusten, da war's. Zygmunt, du willst was vom Patchy? Die ist jetzt ein bisschen spät, ne? Das hätten wir früher anfangen sollen. Ihren Happy Birthday. Ach, jetzt kommen die beiden auch an. Das ist ja neu. Oh, treu. Oh Gott, ist das süß, ne? Genie, Hundefreund, treu. Dann machen wir doch hier was mit Tieren. Oh nee, das ist Werwolf. Da habe ich mich jetzt vertan. Hier, Tiere. Gibt's ja nur Tierfreund. Na, dann machen wir das so. Du, aber ich habe jetzt noch nicht gefunden, wo ich ihn jetzt nach seiner Traumkarriere fragen kann. Also, was er gern werden möchte. So, wir nehmen die Lea jetzt nochmal hier an die Hand und gucken mal, was wir hier machen können. Ah, hier nach Zukunftsplänen fragen. Das können wir mal machen. Okay, mehr kann ich nicht finden. So. Aber jetzt habe ich ihn nach seinen Zukunftsplänen gefragt und da steht jetzt hier auch nichts. Nee. Okay, die plaudern jetzt gerade noch ein bisschen. Nee, okay. Ach, wie süß, wie die jetzt hier alle zusammensitzen, ne? Okay, muss ich noch mal gucken, wo das geht. Ich habe das jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, wie ich ihn das fragen kann. Dann würde ich an der Stelle den Part doch erstmal beenden. Ich freue mich wie immer, dass ihr mit dabei wart und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!